Vers 52. Die Sonne, der König aller Planeten, voll unendlicher Leuchtkraft und das Ebenbild der guten Seele, ist wie das Auge dieser Welt. Ich verehre den urersten Herrn Govinda, auf dessen Befehl die Sonne ihre Reise antritt und das Rad der Zeit befährt. Erläuterung: Gewisse Vertreter der vedischen Religion verehren die Sonne als Brahman. Die Sonne, Surya, gehört zur Hierarchie der fünf Gottheiten. Fußnote 29. Hier bezieht sich der Autor erneut auf die fünf Gottheiten Vishnu, Shiva, Durga, Surya und Ganesha, die bei der Panchopasana-Methode verehrt werden. Einige Menschen glauben, Wärme sei der Ursprung der Welt und erklären daher die Sonne, die einzige Wärmequelle, zur Grundursache allen Seins. Ungeachtet der verschiedenen Argumente, die man gegen diese Ansicht vorbringen könnte, ist die Sonne letzten Endes nur die herrschende Gottheit einer einzigen Sphäre innerhalb der Gesamtmenge aller weltlichen thermischen Energie und ist damit ein Gott, der die ihm verliehene Autorität ausübt. Es ist eindeutig, dass der Sonnengott seinen Dienst und die damit verbundenen besonderen Aufgaben nur auf Befehl Govindas versieht.